Ja, hallo zusammen. Heute zeige ich euch The Frame, einen Samsung-Fernseher, der mit einem Kunstmodus aufwartet. Und wir wollen uns jetzt hier heute in dem 55-Zoll-Gerät einmal genau diesen Kunstmodus mal anzeigen und anschauen, wie ihr den konfiguriert und wie ihr Bilder auswählt und welche Auswahl ihr habt. Ihr seht hier den Frame in dem Kunstmodus. Aktiviert mit einem Bild von Monet. Zoom mal raus und ihr seht hier, so sieht The Frame, das ist ein Fernseher, das ist der Fernseher im Kunstmodus aus und ja, das matte Display, das er besitzt, das hilft wirklich sehr, hier auch wirklich eine, ja, eine plastische Darstellung der Gemälde zu finden. Das imponiert schon sehr, wenn man davor steht. Ja, ihr aktiviert den Kunstmodus mit einem Druck auf die Fernbedienung. Hoppala. Und zwar haben wir hier diesen Knopf hier oben links einmal drauf gedrückt. Kunstmodus ist aktiviert oder deaktiviert. Wenn ihr ihn wieder betätigt, den Knopf, dann erfolgt der zuletzt gewählte Modus im Kunstmodus und das zuletzt gewählte Bild wird auch wieder angezeigt. Und ich beende das mal. Ja, der Kunstmodus, der bietet euch eine ganze Menge Auswahl an Kunst, die ihr hier anzeigen könnt. Ihr navigiert mit der Fernbedienung hier auf Kunst und seid dann in dem Kunstmenü. Letztendlich steht euch dann hier eine ganze Palette an Auswahl, Selektionen, Kompositionen zur Verfügung. Bevor wir da mal reingehen, und hier ist auch das aktuelle Kunstwerk referenziert. Ihr habt auch zuletzt angezeigte, sodass ihr auch einen gewissen Überblick behaltet. Aber auch eine Favoritenfunktion. Ihr könnt die Bilder mit einem Favoritenemblem, mit einem Herzchen versehen und dann könnt ihr hier auf eure Favoriten zugreifen. Darüber hinaus gibt es eine Mitgliedschaft. Um die Auswahl, die volle Auswahl zu haben, müsst ihr Mitglied hier in diesem Art Store werden. Und ich bin ein ganz frisches Mitglied. Habe seit dem 2.8. hier eine Mitgliedschaft, bin erstmal in einem Testzeitraum und danach kostet das Ganze 5 Euro im Monat. Wir sind aber noch ganz zu Beginn des Testzeitraums. Genau, dann habt ihr hier die Möglichkeit, über viele Kompositionen, Ranglisten, Filter zu gehen. Global Top 20 sind hier beispielsweise beliebt über unterschiedlichste Arten und Weisen. Ihr könnt hier über die Künstler gehen und ähnliches. Überall ist es so, wenn ihr drauf geht, zum Beispiel Summer, dann öffnet sich eine Galerie und ihr habt dann direkt die Auswahl. Wenn ihr euch für ein Bild entscheidet, beispielsweise das hier, dann wird es erstmal heruntergeladen und in die Vollbildanzeige gebracht. Das hier gefällt mir so gut, dass ich das mal direkt auch als Favoriten einstelle. Ja, wie könnt ihr jetzt Einfluss darauf nehmen, wie es eingestellt wird? Entschuldigung. Ihr müsst die Fernbedienung verwenden und drückt einmal in die Mitte und dann nach oben. Dann öffnet sich dieses Menü mit Informationen zu dem Bild und zeigt auch ähnliche Kunstwerke an, die dann auch das optische Muster übernehmen. Hier könnt ihr es zum Favoriten hinzufügen. Das habe ich gerade mal gemacht. Und dann könnt ihr auch den Rand einstellen. Beispielsweise diesen Rand. Wir drücken drauf und dann seht ihr auch die Verwandlung. Wir haben hier direkt dann gleich einen schicken Rand. Ihr könnt aber auch noch die Randfarbe verändern, sodass ihr auch eurem individuellen Geschmack folgen könnt. Genau, das tut ihr auch hier. Manchmal ist es ein ganz kleines bisschen träge. So, dann könnt ihr hier noch den Rand einstellen. Guckt, ich habe den Rand gerade verstellt. Und jetzt könnt ihr dann hier euch eine Randfarbe aussuchen. Genau, so ist das hier an der Stelle. Und was ihr noch tun könnt, abgesehen davon, dass das jetzt nicht meine favorisierte Einstellung sein könnte, ihr könnt auch noch in der Bildschirmeinstellung was ändern, nämlich im Wesentlichen die Helligkeit. Das seht ihr direkt den Einfluss, als auch ein bisschen die Wärme oder die Kälte walten lassen und das Ganze könnt ihr auch zurücksetzen auf Default und damit
seid ihr dann wieder in den Originaleinstellungen. Ja, das ist hier die Möglichkeit, wie ihr gestalten könnt. Und wenn wir jetzt wieder unsere Taste drücken hier oben rechts, dann sind wir auch als erstes wieder in dem zuletzt gewählten Bild. Das hatte ich ja auch schon eingangs erwähnt. Da sind wir entsprechend drin. Gut, ansonsten gibt es hier unterschiedlichste Möglichkeiten, sich seinen Ideen und Favoriten zu wählen. Ihr seht hier Fotografie und Landschaftsfotografie, Personenfotografie, Malerei. Ihr könnt euch über Farben an eure Wunschporträts und Wunschbilder herannähern. Das finde ich eine ganz schöne Variante tatsächlich. Hier gibt es die Möglichkeit, eigene Fotos hochzuladen. Das zeige ich euch, wie das funktioniert, in einem separaten Video. Sowohl hier die leicht dynamischen Funktionen nutzen zu können. Und dafür braucht ihr ein Stück weit auch euer Handy mit der App. Dann gibt es hier noch ein paar kostenlose Varianten. Ihr seht auch schon, dass die ein bisschen einfacher gehalten sind. Ne? Ja, da lohnt sich vielleicht tatsächlich dann in Abgrenzung dazu eher die große Sammlung. Cinema haben wir hier. Ja, sind sicherlich auch hier und da ein paar schöne Dinge dabei. Könnt ihr euch mal in Ruhe angucken. Ja, und die wesentliche Option hier an der Stelle ist noch der Sleep-Modus. Das heißt, ihr könnt einstellen, wann sich das Gerät in einen Stromsparmodus einstellt. Ja, 30 Minuten beispielsweise. Ja, und das zieht sich hier durch auf Stromverbrauch, sagt er relativ schnell. Wenn sich da was an der Helligkeit tut oder ähnliches, dann sagt er schon, oh, das kann sich auf den Stromverbrauch auswirken, so auch hier. Genau, und die Idee ist jetzt, dass das Gerät sich nach 30 Minuten ausschaltet in Standby, wenn es keine Bewegung vor sich bemerkt. Oh, das hilft dabei natürlich, die entsprechende die Stromkosten zu senken. Ja, und ihr seht hier, das könnt ihr mal ausprobieren und für euch selbst bewerten, den Kunsteffekt. Wenn man ihn ausschaltet, sagt er, ja, optimiert es für eure Umgebung. Das müsst ihr wirklich individuell einmal für euch zeigen und dann auch ausprobieren. Jetzt ist es aus, vorher hatten wir an. Das muss man mal gegenüberlegen, wie das so dann sich unterscheidet. Ja, das erstmal als erster Überblick zu dem Kunstmodus, und ich werde euch noch weitere Videos schicken und online stellen, um hier die Individualisierung dann mit Hilfe der App zu nutzen. Darum geht es dann auch, eigene Fotos hochzuladen und hier in den Kunstmodus mit aufzunehmen. Vielen Dank!